Hey Leute, heute gibt es Updates zu 4 Fällen. Als erstes werden wir über die Göhrde-Morde sprechen. Wenn ihr noch nicht von dem Fall gehört habt, könnt ihr euch das Video auf meinem Hauptkanal dazu ansehen. Klickt einfach jetzt auf das Pop-up oben rechts im Bild. Für alle anderen, jetzt folgt das Update. 1989 gab es in der Nähe von Göhrde 2 Doppelmorde. Ursula und Peter Reinold wurden am 21. Mai ermordet und ihre Leichen wurden 7 Wochen später von Bärenpflückern gefunden. Am 12. Juli wurden Bernd Michael Köpping und Ingrid Warmbier ebenfalls im Göhrdewald ermordet, an dem Tag, an dem die ersten beiden Leichen gefunden wurden. Erst mehrere Jahre später, am 25. April 1993, konnte der mutmaßliche Mörder Kurt Werner Wichmann festgenommen werden. Die Beweise waren ziemlich eindeutig und KWW wurde für die Morde verantwortlich gemacht. Aber 10 Tage später brachte sich KWW in der U-Haft um. So konnte er zwar nie verurteilt werden, aber die Morde wurden ihm trotzdem zugeschrieben. Der Kriminalist Wolfgang Silaw glaubte aber, dass es einen Mittäter geben muss. Denn KWW ist beim ersten Doppelmord mit seinem eigenen Fahrzeug in den Wald gefahren, zurück aber mit dem Fahrzeug der Opfer. Daraus deutet er und auch viele andere, dass jemand anderes sein Auto zurückgebracht haben muss. Ergo, er hatte einen Mittäter. Deswegen wurden die Ermittlungen 2017 wieder aufgenommen. Und Silaw sucht seitdem mit seinem Team und den Ermittlern nach weiteren Hinweisen auf eine mögliche Mittäterschaft. Aber da KWW bereits tot ist, wurde ein Großteil der Beweise vernichtet, was die Ermittlung natürlich erschwert. Doch vor kurzem gab es einen Durchbruch in dem Fall. Es ist ein 30 Jahre altes Telefonbuch aufgetaucht, das die Ermittler nach eigenen Angaben weitergebracht hat. Außerdem gibt es weitere Zeugen, die geholfen haben, neue Informationen zu liefern. Was für neue Informationen es gibt, das wissen wir leider nicht. Das wird der Öffentlichkeit zumindest noch nicht mitgeteilt. Auf wen die neuen Informationen deuten könnten, weiß man dementsprechend natürlich auch nicht. Aber es wird vermutet, dass es jemand aus KWWs direktem Umfeld ist. Zum Beispiel sein Bruder. Wenn ein Mittäter gefunden wird, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Vor kurzem haben wir nochmal über den Fall Scarlett gesprochen und jetzt gibt es wieder ein Update. Wobei die neuen Informationen auch schon etwas älter sind, aber ich kam noch nicht dazu, ein Video dazu zu machen. Wie bereits im letzten Video erwähnt, hat Aktenzeichen XY ungelöst einen Beitrag über ihr Verschwinden gemacht. Dadurch haben sich mehrere Personen gemeldet und es gab neue Hinweise. Hinweise, denen die Ermittler jetzt nachgehen können. In der Nähe der Wanderroute, auf der Scarlett im Jahr 2020 verschwunden ist, wurde eine Sonnenbrille gefunden, die ihr zugeordnet werden konnte. Die Polizei nahm dies zum Anlass, ein bestimmtes Gebiet im Schwarzwald noch einmal intensiv mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften zu durchsuchen. Es löst den Fall nicht, aber grenzt den möglichen Fundort von Indizien vielleicht ein. Es ist aber immer noch unklar, ob Scarlett auf dem Wanderweg abgestürzt ist oder ob sie von jemandem entführt und ermordet wurde. Die Ermittlungen gehen weiter und wenn es weitere Erkenntnisse gibt, werde ich den Fall noch einmal ausführlich schildern. Damit kommen wir zum dritten Fall. Es gab einen Durchbruch in dem Fall zu Eileen aus Gottenheim. Inzwischen hat der Verdächtige Jan-Heiko P. gestanden, das 14-jährige Mädchen mit körperlicher Gewalt getötet zu haben. Er entführte die Schülerin am 21. Juli 2022 aus Gottenheim, tötete sie und versenkte ihre Leiche anschließend im 300 Kilometer entfernten Teufelsee bei Echzell. Nach seinem Geständnis führte er die Ermittler zum Tatort, einem Feldweg im Landkreis Gießen. Er hat die Ermittler auch zu weiteren Kleidungsstücken der Schülerin gebracht. Sie werden derzeit im Hessischen Landeskriminalamt untersucht. Der 29-jährige Verdächtige, der zunächst bestritt, die Tat begangen zu haben, war bereits als Jugendlicher wegen eines versuchten Sexualdelikts verurteilt worden und verbrachte 10 Jahre in Behandlung in einer psychiatrischen Klinik. Anschließend nahm er an einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter teil, das er Anfang dieses Jahres abgeschlossen hat. Er galt als rehabilitiert, aber schon im Frühjahr fiel er erneut auf, weil ein Mädchen über das Internet belästigt hatte. Der Täter kannte Eileen ebenfalls aus dem Internet.
Die beiden waren seit Wochen in sozialen Netzwerken in Kontakt und spielten zusammen Fortnite, ein beliebtes Online-Spiel. Welche Strafe dem Täter nun droht, ist noch unklar. Aber zumindest gibt es mehr Gewissheit über das Verschwinden und den Tod von Eileen. Zum Schluss möchte ich euch noch über den Fall von Ekaterina B. aus Bremerhaven updaten. Es gab eine überraschende Wendung während des Prozesses. Die in Russland geborene Frau wurde im Februar dieses Jahres auf grausame Weise ermordet, zerstückelt und ihre Leichenteile in Plastikfolien und Müllsäcke eingewickelt. Der Hauptverdächtige in dem Fall, Ekaterinas Ehemann, soll sie aus niederen Beweggründen erwürgt haben. So die Anklage der Staatsanwaltschaft. Die 32-Jährige wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen und nach St. Petersburg in Russland ziehen. Dort wollte sie mit einem anderen Mann leben und die gemeinsame Tochter mitnehmen. Zuvor wurde von häufigen Streitereien zwischen den beiden berichtet. Mehrmals musste die Polizei gerufen werden und Ekaterina ging in ein Frauenhaus, um Schutz für sich und ihre Tochter zu suchen. Der Angeklagte befürchtete auch, dass Ekaterina das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter beantragen wollte. So die Anklageschrift. In der Zwischenzeit fanden die ersten Gerichtstermine statt und die Aussage von Ekaterinas Schwiegermutter brachte eine überraschende Wendung. Die Mutter des Angeklagten gab vor Gericht zu, dass sie für den Tod von Ekaterina verantwortlich ist. Es war also nicht der 46-jährige Angeklagte, der Ekaterina grausam ermordet hatte, sondern sie, weil sie befürchtete, ihre Enkelin zu verlieren und nie wiederzusehen. Jetzt muss geprüft werden, ob ihre Aussage glaubwürdig ist und ob sie zu den Beweisen passt, sagt ein Sprecher des Landesgerichts Bremen. Es kann auch sein, dass sie ihren Sohn schützen will und deshalb eine falsche Aussage macht. In den nächsten Sitzungstagen wird weiter untersucht, wer der wahre Mörder in diesem Fall ist. So oder so wird hoffentlich bald klar sein, wer wirklich für den Mord an Ekaterina verantwortlich ist. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Das ist nicht viel Arbeit für euch, aber hilft dem Kanal extrem weiter. So wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken.